Eine vorweihnachtliche Bescherung gab es am Sonntagnachmittag für die Hoyerswerder Zootiere. Zooschulpädagogin Silke Kühn unternahm gemeinsam mit Besuchern einen Rundgang und überraschte die Bewohner mit den Leckereien, die nicht jeden Tag auf dem Futterplan stehen. Ermöglicht wurde die Aktion durch eine Spende des Vereins der Zoofreunde. Davon konnten Obst, Fleisch, Fisch, Nüsse und Honig gekauft werden. Die bunten Umverpackungen brachten für die Erdmännchen, Bären und Affen etwas Abwechslung in den Zooalltag.